Wie heißt der nochmal? Ich habe die Toiletten gefunden. Yummy. Sieht ja sehr hygienisch aus. Lecker. Ein Haufen ekliger Würmer. Ja, sehr. Yummy. Würmer auf das. Ne. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Wir sprechen wie du fliegst. Ja, ich werde dich töten, deswegen komm her. Illegale Datenbankzugriffe werden aufs Schärfste bestraft. Schnaps. Hier brauche ich was zu saufen. Ach du, was ist das für ein Siff hier? Was ist hier passiert, bitte? Warum steht's? Watts ist nicht hier. Also ist er wohl in seinem Büro im Forschungsbereich. Vielleicht hat er ja irgendwo noch eine Forschungszugangskarte. Sehen Sie sich einmal um. Zugangskarte, Forschungsbereich. Gut. Hey, da erkennt man den Forscher. Hervorragend. Ich sende Ihnen einige Cybermodule. Überlegen Sie gut, wozu Sie sie verwenden. So, jetzt wieder. Speichern. Ich frage mich, warum steht es hier unter Wasser? Jetzt müsste nur irgendwie eine Stromleitung von unten... von unten runterhängen und ich wäre Gemüse. Dann gäbe es kein Vampir mehr. Nein, nein, nein. Dann wäre ich weg. Na super, wenn ich sowas dann schon lese und mit den Füßen im Wasser stehe, dann geht's mir richtig gut. Dann geht's mir richtig gut. What's Dr. James R. James R. Ja, ich guck mich hier um. Man weiß nie, was man noch so findet. Ich habe jetzt zwar die Forschungskarte, aber ich guck trotzdem hier noch ein bisschen weiter. Es könnte ja noch sein, dass ich hier noch irgendwas Nützliches finde. Ich habe keine Ahnung, was das Booster-Implantat ist. Aber ich schmeiß eine Dose Cola mal dafür weg. Cola hatte ich schon öfters gefunden. So ein Boost-Teil noch nicht. Deswegen. Jetzt komme ich aber nicht mehr ran. Geh mal aus dem Weg, du Arsch. Das ist ein Mülleimer. Warum nenne ich einen Mülleimer Arsch? Ach, egal. Einfach nur. Okay, direkt abhören. Neues Ding gefunden, direkt abhören. Marie, tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber ich habe an dem Artefakt gearbeitet, das Baylis von Tau Ceti 5 zurückgebracht hat. Mhm. Ich habe eine Analyse der dritten Ebene durchgeführt. Ich glaube, es handelt sich um eine Art künstliche Intelligenz. Ich habe in ihrem Speicher eine Audiodatei gefunden. Hör dir das mal selbst an. Mary, ich glaube, das Ding spricht Deutsch. Gut, dann gibt's wenigstens keine Verständigungsprobleme. Aber da fragt man sich, was ist das für ein Ding? Und warum redet es Deutsch? Weil ganz ehrlich, es gibt schönere Sprachen als Deutsch. Ich finde keine schlechte, aber schönere gibt's auf jeden Fall. Vor allem einfache. Einfacher. Nee, so ein Psi-Ding brauche ich ja nicht. Hier ist noch eins. Nehme ich mit. Toll,
Du bist fantastisch, weißt du das? Ich habe die ganze Zeit versucht, nicht an dich zu denken. Was für ein Idiot ich war. Ich liebe dich, Rebecca. Und jetzt habe ich einen Plan. Ich habe mich beim Kapitän eingeschmeichelt, damit er mich von der Rickenbacker zum Liaisonsteam auf der von Braun versetzt. Bald wird uns nichts mehr trennen können. Okay, noch ein liebestoller Franzose, so wie sich das angehört hat. Nur wer ist Rebecca? Hier bin ich ja. Ich speichere. Falls ihr euch fragt, wie ich hier den Quicksave mache, den mache ich über Alt und S. Hier piepst doch was. Hier piepst doch was. Irgendwo. Haltet mich für bekloppt, aber ich höre es piepsen. Aber es ist nicht das Kamerapiepsen. Den Code herausfinden. Die sollte jemand mal fertig machen. Ja, auf Deck 4 muss ich auch. Habe ich noch was bei Notizen? Ich muss doch jetzt in den Forschungsbereich. Wie komme ich da rein? So geht das. So, und schon hab ich... Hier bin ich ja reingekommen, oder? Ja. Medizin. Ich muss auf jeden Fall auf der anderen Seite weiter. Hier muss ich doch, oder? Ja. Puh, das dürfte die richtige Tür gewesen sein. Ja klar, sonst hätte ich jetzt hier keinen Ladebildschirm. Ja, das ist immer so, wenn ich einen Ladebildschirm habe oder generell im Menü bin, habt ihr ein schwarzes Bild. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Es ist leider so. Du Scheiße, hier ist jetzt alle. Scheiße, warum ist hier eine andere Musik? Verdammt, die ist ja noch schlimmer. Kann man hier nicht schön Jazz einspielen oder sowas zur Entspannung? Ja, ich meine... Nee. War ich hier nicht schon? Nee, ich meine nur, der Spruch hier, der Remember Citadel, da war ich doch schon. Hier ist der grimmige Computer. Bin ich jetzt etwa im Kreis gelaufen? Sieht fast so aus. Also hier scheint nicht der richtige Weg zu sein. Guck mal auf die Karte. Ja, hier unten ist Crew, da ist Medizin. Ich muss aber in Forschung. Biopsie. Strahlenlabor. Besatzung.
Nee, ich muss irgendwo unten den Code haben. Beziehungsweise den finden. Hier war ich doch schon. Ja, super, hier geht nur das Licht an. Ach. Ja, sehr gut. Ich habe die Leiter hier eben übersehen. Was ist denn das? Das bringt mir aber nicht wirklich was. Da ich hier oben nur mit Psi weiterkommen kann, wenn ich Telekinesis oder sowas kann. Da ich das nicht kann, habe ich die Arschkarte.